Schlechte Nachrichten für alle Witwen und Witwer. Die Einführung des neuen Einkommensfreibetrages, sogenannter Sockelbetrag genannt, verschiebt sich um 2 Jahre. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich hatte Ihnen ja auf Rentenbescheid24.de schon mitgeteilt, dass es im Rahmen der Umsetzung von rentenpolitischen Maßnahmen der Wachstumsinitiative der Bundesregierung am 4.9.2024 4 wichtige Änderungen in der gesetzlichen Rente geben wird. Das ist in das Gesetzgebungsverfahren übergegangen. Und eine dieser Änderungen war ja, dass es zum 1.7.2025 einen neuen Erwerbseinkommensfreibetrag geben soll bei der Einkommensanrechnung Witwenrente oder Witwerrente oder auch Erziehungsrente nach § 97 SGB VI. So, und dieser Sockelbetrag heute 538 Euro als zusätzlicher Freibetrag für Erwerbseinkommen und Erwerbsersatzeinkommen sollte zum 1.7.2025 kommen. Aber meine Damen und Herren, nichts war es. In der neuen Vorlage der Bundesregierung vom 4.9.2024, das ist die Kabinettssache 20-111-08, hat Hubertus Heil mitgeteilt, dass eben jener Sockelbetrag nicht zum 1.7.2025 kommen wird. Ich zeige Ihnen, was passiert ist und was der Grund dafür ist. Und es ist natürlich auch für alle Witwen und Witwer total ärgerlich, dass sie jetzt noch 2 Jahre länger warten müssen, um dann eine höhere Witwenrente zu haben oder vielleicht auch disponieren können, um hier entsprechend ein neues Erwerbseinkommen in Angriff zu nehmen. Das sollte ja alles zum 1.7.2025 schon möglich gewesen sein. So stand es in der ersten Formulierungshilfe vom 22. August 2024 geschrieben. Schauen wir uns das Ganze alles mal an. Und zwar haben wir hier vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Hubertus Heil, hier die entsprechende Neuregelung zur Umsetzung. Hier ist der 4. September 2024 und dort hat uns der Minister Folgendes mitgeteilt im Auftrag der Bundesregierung selbstverständlich. Schreibt er hier auf Seite 3 dieser Formulierungshilfe, ich zeige es Ihnen gleich ganz konkret, dass es Probleme oder dass es technische Umsetzungsfragen gibt und diese Umsetzungsfragen, ich komme gleich dazu, bei der Deutschen Rentenversicherung wurden zum Anlass genommen und die Einführung des Sockelbetrages vom 1. Juli 2025 auf den 1.7.2027 zu verschieben. Das heißt also, 2 Jahre in die Zukunft wurde dieser Sockelbetrag verschoben. Das heißt also, Sie müssen jetzt noch ungefähr 3 Jahre warten, um dann in den Genuss dieses neuen Freibetrages zu kommen. Das heißt also, für viele Millionen Witwer und Witwen, die gehofft haben, dass sie vielleicht zum 1.7.2025 ihre Erwerbstätigkeit ausweiten können oder aber, dass sie dann eine niedrigere Anrechnung des Erwerbseinkommens auf die Witwenrente haben werden, enttäuscht werden, denn erst zum 1.7.2027 kommt dieser Sockelbetrag. Ja, meine Damen und Herren, der Grund liegt darin, die Deutsche Rentenversicherung hat in der Anhörung zu dieser Wachstumsinitiative, zu dieser Formulierungshilfe darauf hingewiesen, dass es zur Umsetzung, Sie sehen es hier, zur Umsetzung der Rentenaufschubprämie einer vollmaschinellen Unterstützung bedarf, die erhebliche IT-Aufwände erfordere. Zudem müsse die Umsetzung des Sockelbetrags bei der Einkommensanrechnung bei Renten wegen Todes berücksichtigt werden, dass die Umsetzungszeitpunkte bereits beschlossener Gesetze nicht gefährdet werden dürfen. Ja, meine Damen und Herren, und so ist das also, das war eine dicke Überraschung. In der ersten Formulierungshilfe war noch der 1.7.2025 die Rede, jetzt ist der 1.7.2027. Bei der Rentenaufschubprämie haben wir das gleiche Problem, die sollte ja eigentlich zum 1.1.2027 kommen und jetzt kommt sie erst tatsächlich zum 1.1.2027.
28. Auch hier kann ich nochmal das kurz anteasern. Hier steht es, 1. Januar 2027 sollte sie kommen und die wird jetzt verschoben auf den 1. Januar 2028. Also meine Damen und Herren, alles in allem keine guten Nachrichten in diesem Zusammenhang, dass also praktisch die Einführung dieses neuen Freibetrages, dieses Sockelbetrages in der Einkommensanrechnung bei Witwen oder Witwerrenten sich jetzt um sage und schreibe 2 Jahre in die Zukunft verschiebt. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.